Williams Hut, hergestellt in den Vesperwerken Boston. Nein, ich wollte es noch gar nicht anzünden. Ich wollte nochmal auf den Vogel. Okay. Ja, ist gut, 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 gut. Und dann stellen wir es wieder so hin. Okay, wir müssen auf jeden Fall diese Tür jetzt öffnen mit diesem Mechanismus da. Und ich vermute mal, dass die Maske hier rauf gehört. Meine Hände zitterten, während ich die vibrierende Maske zurechtrückte. So, und jetzt vermute ich, dass wir irgendwas sehen werden. Ach halt, oder können wir die Maske auch nochmal drehen? Es passte perfekt, es war ein Teil des Puzzles. Ja. Okay, da haben wir dieses runde Symbol, dieses, ja, Weiblichkeitszeichen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das sieht so ähnlich aus. Und den Schädel. Ich probiere es jetzt nochmal in beide Richtungen zu drehen. Okay. Aber müssen wir nur diese drei Sachen drücken? Ich hätte gedacht, wir müssen mehr drücken. Deswegen, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Vor allem welche Reihenfolge, ne? Das, ich drücke jetzt einfach mal die drei. Hallo? Hand? Und den Schädel. Okay, das war's schon. Ich spürte einen frischen Lufthauch auf meiner Haut und den Geruch vom Blut. So, ich werde nochmal speichern, ich werde es aber rauscutten. So, weiter geht's. Ich war jetzt speichern, habe nochmal hier Lampe hin und her drehen müssen und so weiter. Deswegen habe ich das auf jeden Fall rausgeschnitten, weil das sind auf jeden Fall wieder wertvolle Minuten bzw. Sekunden, die wir uns einfach sparen können, weil da ist nicht so spannend, ne? So, jetzt können wir hier weiter. Weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lang das noch ist, was uns noch erwarten wird, aber vielleicht gehen wir schon auf das Ende zu. Okay, verdammt, hier teilt sich der Weg, das ist immer kacke. Ich bin I was lost. My mind didn't belong to me anymore. My memory had been stolen. Trapped in the tumult of the accident, which somehow had become the day I was born. Und wir haben hier wieder ein Buch, ein Selina-Buch. Selina an William, Auszug 10. In New York. Oh, ich sehe gerade, dass er noch was sagen wollte, aber ich lese jetzt einfach mal das Buch vor. In New York habe ich Geld. Nicht bei der Bank, sondern bei einem freien Bankier. Wer traut seit der Krise schließlich noch einer Bank? Er ist ein ehrlicher Mann, der selber an der Wall Street viel verloren hat. Er scheint sich zu freuen, dass ich wieder da bin. Ich nehme mein ganzes Geld, zahle ihn aus und gehe nach Harlem. Ich habe dort noch persönliche Sachen, die ich zurückhaben will. Meinem Bankier hatte ich einen meiner Wohnungsschlüssel gegeben. Ich habe große Angst, mein Herz rast, aber Jim ist nicht da. Alles ist voll mit Geistern, die ich nicht sehen will. Endlich ist es November. Es ist kalt und ich brenne auf Rache. Die Menschen auf den Straßen gehen schnell ihrer Wege, sie wollen nach Hause. Ich wickelte ein Tuch um meine Haare und setzte eine Brille auf, damit mich niemand erkennt. Inzwischen kann ich auch meinen norwegischen Akzent gut verbergen. Ich weiß, wohin ich gehen muss. Es ist der letzte Ort, zu dem ich will. Einer der Schandflecke, auf denen die moderne Welt erbaut wurde. This night of ghosts and death. This night, which was the night of the world. This night had made me the witness of an unending tragedy. It had made me one of the characters in its plot. And I wasn't there by chance. No. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier so eine Art Labyrinth ist. Places like this one pick their stories and their characters. They crush them. They drive them mad. And they keep their madness in their walls. This is what fuels them and keeps them alive. Keine Ahnung, ob wir den richtigen Weg gehen. I tried going back in my memories. Remembering a woman, a kid, a job.
I have no story. No canvas to remind me of those. In this labyrinth, I felt lonelier than ever. Do you love me? Es ist ein Labyrinth und ich habe keine Ahnung, wir haben uns voll verlaufen. In this world, there will always be a green room for people like you, Selena. A dark room in which their light can grow. If they don't die first. Sind wir wieder hier? This light, which emanated from you, it had probably always been there. It was your voice which attracted people who came to see you sing. It was you. Und dann ergab alles einen Sinn. Selena rief nach mir. What sie führte mich zu ihrem Hörer. To a girl like Selena in the world of the living? Probably not. Her light would have burned me alive. But here, I was a moth. And in her light, I was seeing the beginning and the end of all things. Und noch ein Buch. Selena Anonym, Auszug 11. Bumpy Johnsons Gesicht zeigt keine Regung, als ich das Geld auf seinen Schreibtisch lege. Er ist der kleine Prinz der Harlem-Bande, der Liebhaber und Stellvertreter von Lady St. Clair. Sie wissen, wer ich bin, denn sie haben mich in einigen Clubs singen sehen. Und außerdem halten sie schon lange ein Auge auf Jim. Ich gebe ihnen einen weiteren Grund, wütend auf ihn zu sein. Es ist ein Brief von Jim, in dem er sich John M. Dunn verpflichtet, einem ehemaligen Kumpan von Landis Erzrivalen Dutch Schulz. Als Bumpy mich fragt, warum ich das tue, muss ich nicht nachdenken. An dem Tag, als Jim mein Kind getötet hat, hat man mir gesagt, das Leben würde weitergehen. Für manche geht das Leben weiter, erwiderte Bumpy. Er gibt mir eine Zigarette, aber vielleicht nicht für Jim. Und ich rauche zum ersten Mal in meinem Leben. Ich beschließe, eine Flasche Whisky zu kaufen, in einem Zug zu steigen und die ganze Strecke bis Boston zu trinken. Während die Landschaft im Dunkeln an mir vorbeizieht, will ich über all das singen, was ich verloren habe. Aber obwohl ich Blutgeld gezahlt habe, ist meine Stimme in meiner Brust gefangen. Etwas ist zerbrochen. Also trinke ich und suche in der Flasche den Frieden. Okay, wir hatten in einer der letzten Folgen ja erfahren, dass Selena schwanger war und ja das Kind weggemacht wurde ohne ihren Willen. Beziehungsweise ohne, ja, sie, ja, ohne ihren Willen war schon richtig. Und ich war ja nicht sicher, ob es von ihrem Freund Jim war oder ob das von William war. Aber hier erfahren wir, dass das Kind von Jim gewesen ist und er es auch veranlasst hat, dass sie es nicht behalten kann. Und sie jetzt Rache sind. Und Jim loszuwerden. So habe ich das jetzt verstanden. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein, denn wir kriegen immer mehr Bücher. Selena Anne William, Auszug 12. Eines Morgens lese ich im Daily Boston, dass ein New Yorker Jazzproduzent gestorben ist. Jim Erziger. In Kalifornien war er erfolgreicher. Du kennst den Rest. Ich verstecke mich hier, in Black Lake. In diesen dunklen Vororten kann man gut warten. Für die eigenen Sünden büßen oder Selbstmord begehen. Ich bin nicht allein. Alle meine Freunde warten in einer Flasche Whisky auf mich. Ich entdecke das Smoke and Mirrors. Eines Nachts gehe ich auf die Bühne, ohne zu wissen, was passieren würde. Ich habe Monate nicht gesungen. Ich denke an meinen Vater, wie er Klavier spielt, während der erste Schnee morgens in Oslo rieselt. Und meine Stimme kommt aus dem Grab, frisch und rein, wie die ersten Blumen des Frühlings. Elliot stellt mich an. Und dann bist da du. Deine Manieren, deine Eleganz, deine Diskretion. Du hilfst mir über meinen Durst, der uns bis ans Ende der Nacht bringt. Die Nacht, in der ich dich lieben gelernt habe. Genau, nach der ganzen Aktion mit Jim, nachdem sie ihn quasi losgeworden ist, kam sie quasi zu diesem Ort, wo sie William kennengelernt hat, in dieser Bar. Hat vorher allerdings ganz schön ihre Sorgen in Alkohol ertränkt. Ne? Eieiei. Dann hat sie William kennengelernt und ja, sie haben sich verliebt. Wohl. So, links, rechts, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal links. Wahrscheinlich war es der falsche Weg. Nein. Oh je, hier ist wieder Bambule. Oh, es ist so ein großer Raum. Oder auch nicht. Da geht es irgendwie nicht lang. Aha, diese Kamerawechsel. Ich komme darauf nicht klar. Es ist kein großer Raum, weil wir können hier nur irgendwie am Rand lang laufen. Oh, jetzt fängt er wieder an, so komisch zu laufen. Ah, da sind Streichhölzer.
Aber... Ich komme da nicht hin. Sind wir an einem Abgrund oder was? So, ich komme da echt nicht klar auf diese Kamerawechsel, ne? Hab da gerade gemerkt, immer hin und her. Okay, ich will erstmal die Streichhölzer haben. Oh, das ist wieder so ein Mechanismus. Oh je. Diese Knöpfe. 3 Stück, ja. Da ist ein Hebel. Und da ist die Tür mit so einem Symbol. Okay, macht jetzt eigentlich Sinn, diesen Knopf da zu drücken für das Symbol, aber ich glaube, dass... Ich dachte schon. Ich glaube, das ist doch zu einfach, oder? Das Symbol ist ja nicht mal drauf. Ha! Wundervoll. Oh, das ist schlecht. Irgendwas schien zu reagieren, aber ohne Licht konnte ich nicht sehen, was. Okay, bei allen dreien also das Gleiche. Aber wir können hier kein Licht machen, ne? Das ist... Hier hängt nirgendwo eine Lampe oder sowas. Jetzt nochmal das erste und dann gleich den Hebel hier. Okay, keine Ahnung. Wir haben hier aber auch keine Hinweise. Scheibenkleister. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, ob wir einfach schnell genug sein müssen. Nee, ich glaube nicht. Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Wir gehen nochmal zurück. Vielleicht können wir noch irgendwo anders lang. So. Vielleicht ging es hier doch lang, aber ich war einfach nur zu blöd, um zu laufen. Ja, ich war zu blöd, um zu laufen. Aber hier ist nichts, ne? Scheiße, hier steht nur... Doch, hier geht es noch lang. Oh, da ist ein Boot. Aber er steigt nicht ins Boot. So, hier sind lauter Särge. Ich hätte einfach gerne einen kleinen Hinweis, was wir hier tun sollen. Kommen wir zur Tür. Da oben war einfach gar keine Tür. Ich habe gedacht, die wäre oben gewesen, aber wir waren an so einem Vorsprung. Okay. Verstehe. Oh, Selina. Aber trotzdem haben wir hier keinen Anhaltspunkt, was wir tun müssen. Also ja, wir müssen dieses scheiß Tor hier hochkriegen, um da durchzukommen. Aber wie soll das funktionieren? Liegt da ein Schlüssel? Nee. Aber wie sieht das voll so aus, als ob da ein Schlüssel liegen würde? Oh, hier haben wir auch noch einen Hebel.
Was ist das? Ich hatte etwas übersehen. Ich hatte vergessen, etwas in Gang zu setzen. Was war das? Wo hat sich das jetzt geöffnet? Ich weiß gerade nicht, ehrlich gesagt, wo das jetzt war, ne? War das wieder oben irgendwo? Oder war das hier unten irgendwo? So, jetzt haben wir natürlich voll Streichholz verschwendet durch diese ganze Rennerei, aber ist mir jetzt egal. Da ist das Rad, ist da unten. Also kam ein Rad jetzt runter von der Decke oder was? Aber inwiefern hat uns das jetzt was gebracht? Keine Ahnung. Müssen wir jetzt das Zeichen nachstellen? Kann das sein? Mensch, jetzt mach doch mal an hier, wirklich. Wartet mal, ich probiere mal, ich drück mal das. War das nicht jetzt das Zeichen? Oder was? Nicht das Zeichen. Ich muss mal nochmal kurz drücken. Nee. Also wir müssen definitiv das Zeichen jetzt nachstellen. Jetzt habe ich es kapiert. Was passiert hier? So geht das Ding runter. Das muss hoch. So ist richtig. Jetzt haben wir es. Jetzt sollte die Tür auch aufgehen. Jawohl, juhu. Okay. So, dann gehen wir wieder zurück, schnappen uns die letzten Streichhölzer. Das waren nicht mehr viele, verdammt. Okay, ich hoffe, wir können da mal wieder speichern. Ich glaube, ich muss da nochmal einen Cut setzen, sonst, ich glaube, ist sonst übelst lang, die Folge. Es kommt also doch noch mehr, als wie ich dachte, oder ich bin einfach nur zu... Naja, ich will mich jetzt nicht wieder schlecht machen, zu dämlich. Ich bin halt ein bisschen langsamer als andere. Jan! Gut. Ich will nicht allzu viele Streichhölzer verschwenden, aber ich will auch nicht allzu lange hier rumgurken. Gut, schauen wir mal. Eieiei. Okay, wir kommen nicht mehr zurück, aber es speichert. Okay, es speichert, auch wenn es kein regulärer Speicherpunkt in dem Sinne ist, weil wir jetzt keinen Sessel haben, wo wir es raussetzen, mache ich hier trotzdem mal einen Schnitt. Die Folge wird wahrscheinlich trotzdem geteilt werden, weil das bestimmt über eine halbe Stunde jetzt geworden ist. Von daher sind das jetzt zwei Folgen gewesen. Ihr seht das natürlich wieder an unterschiedlichen Tagen. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Ich habe da jetzt voll Bock drauf, das hier irgendwie durchzukriegen, beziehungsweise endlich zu erfahren, was hier wirklich passiert ist. Wo wir ja, wie gesagt, schon so eine kleine Idee haben, aber ob die stimmt. Naja gut, ja. Ich meine, Sina rennt mit einem Messer im Bauch umher und ne, das wird sie sich nicht selber in den Bauch gerammt haben. Von daher scheint unsere Theorie doch schon ziemlich... richtig zu sein, glaube ich. Dennoch, wie gesagt, bin ich tierisch gespannt hier, wie es weitergeht auf das Ende, auf die Geschichte und so weiter. Deswegen bleibt hoffentlich dran, seid gespannt, wie es weitergehen wird und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.